Iradax ist ein Pokémon mit dem Typ Normal. Existiert seit der 3. Spielgeneration und seit der 8. Spielgeneration besitzt die Regionalform Gala-Gyaradax, in der es den Typen Unlicht und Normal angehört. Gyaradax Regionalform wurde auf der offiziellen Pokémon-Website in einem Steckbrief vorgestellt. Gyaradax entwickelt sich dabei aus Zigzags und kann sich in seiner Gala-Form wiederum zu Barrikadax weiterentwickeln. Gyaradax ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und Dachs-ähnliches Pokémon, dessen Körper von beigefarbenem Fell mit hellbraunem Zierstreifen bedeckt ist. Ein langer Streifen, der seinen Ursprung am Kopf hat und den Rücken entlang bis zum Ende des struppigen Schwanzes verläuft, gleicht einem Pfeil. Das Pokémon besitzt einen stromlinienförmigen Körper, mit dem es perfekt rennen kann. Der längliche Kopf besitzt eine spitze Schnauze mit einer kleinen schwarzen Nase und hellblauen Augen. Schließlich steht es auf kurzen, aber kräftigen, krallenbewehrten Füßen und in seiner Shiny-Form sind die braunen Körperregionen rötlich-braun gefärbt und die Lederhaut ist gelb. Gala Gyaradax verändert seine Farbgebung von den beigen Streifen zu schwarzen Streifen. Er bekommt rote Augen und wirkt insgesamt bedrohlicher. Ansonsten bleibt der Körperbau bestehen. Gyaradax verfügt über scharfe Klauen, die sich im Kampf und bei der Jagd für Attacken wie Schlitzer zunutze macht. Selbst Beute unter Wasser erlegt es so, indem es pfeilschnell aus vollem Lauf eintaucht. Auch Attacken wie Body Check und Risiko Tackle, bei denen es Gegner aus dem Lauf heraus rammt, gehören zu seinem Repertoire. Sein Fell ist kräftig und fest und aus Gyaradax ausgefallenen Haaren werden daher Rasierpinsel hergestellt, die als exklusive Luxusartikel gelten. Zudem kann es starke Attacken wie Schleuder und Dreschflegel einsetzen. Eine mögliche Fähigkeit ist Mitnahme, wodurch es ein bereits verwendetes Item eines gegnerischen Pokémon erhält. Die Fähigkeit Völlerei lässt es selbstständig Bären bei 50% seiner Kraftpunkte einsetzen und die versteckte Fähigkeit Rasanz erhöht die Initiative bei Statusproblemen. Gala Gyaradax zeichnet sich vor allem durch Attacken wie Konter aus. Seine Fähigkeiten und auch seine restlichen Attacken bleiben die gleichen wie bei Gyaradax. Gyaradax ist ein schnelles, aktives Pokémon, dessen stromlinienförmiger Körper perfekt auf sehr schnelles Rennen ausgelegt ist. Zwar braucht es sehr lange, um aus dem Stand an Fahrt aufzunehmen, doch kann das Pokémon über 100 km/h erreichen. Gerade Strecken sind seine Spezialität, ist der Weg jedoch kurvig, bereitet ihm das enorme Schwierigkeiten. Es schlägt einen rechtwinkligen Haken, um Hindernisse zu umgehen. Will es die Richtung nur geringfügig ändern, muss es völlig zum Stillstand kommen. Auch bei der Jagd ist ihm seine Schnelligkeit sehr nützlich, jedoch scheitert es, sobald die Beute eine Kurve einschlägt. In der Gala-Region zeigt Gyaradax eine Regionalform, die als ursprüngliche Form von Gyaradax gilt und zusätzlich dem Unlichttyp angehört. Gala Gyaradax gilt als impulsiv und aggressiv. Wenn es mit hoher Geschwindigkeit durch die Landschaft stürmt, stößt es Hindernisse wie parkende Autos einfach mit kräftigen Kopfnüssen aus dem Weg. Gala Gyaradax liebt Kämpfe und schreckt auch nicht vor überlegenen Gegnern zurück, die es mit seiner langen Zunge provoziert. Weicht man seinen stürmischen Angriffen aus, gerät es jedoch leicht aus der Balance. Vor allem schwierige Jugendliche der Gala-Region, die sich mit Gyaradax impulsiven Wesen identifizieren können, wählen es häufig als ihren Partner aus und es erfreut sich trotz seiner Charakterzüge einer gewissen Beliebtheit. Gyaradax stellt in seiner regulären Form den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Zigzags. Seine Zigzag-Formen geprägte Gesamterscheinung wird hierbei durch seine stromlinienförmige Gestalt ersetzt, welche Gyaradax ein schnelleres Rennen ermöglicht. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Zigzags zu Gyaradax bei Level 20 ausgelöst. Gala Gyaradax hingegen kann sich wiederum zu Barrikadax weiterentwickeln, womit es das erste bekannte Pokémon ist, das sich nur als Regionalform weiterentwickeln kann. Dabei entwickelt sich Gala Gyaradax zu Barrikadax auf Level 35 bei Nacht. Mit dem Typen Normal ist Gyaradax immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken, der Rest macht normalen Schaden. In seiner Gala-Form, wo der Unlichttyp hinzukommt, ist es immun gegen Psycho- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Käfer- und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.